Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Hallöchen. Ja, und willkommen zurück im Garten. Und ja, es gab ein Update. Und wir haben da hinten auch gerade zwei Marienkäfer gesehen, ob die sich paaren wollen. Machen die ganzen. Vielleicht wollen sie auch einen kulturellen Austausch machen und Französisch sprechen. Hier liegt noch Essen auf deren. Da kommen echt die Ameisen angeschissen, ne? Boah, ich bin voll, ich habe das Essen jetzt mitgenommen. Da gucken die Ameisen. Wollen wir die Marienkäfer in unsere Falle locken? Sind wir beide voll. Ich habe noch ein bisschen, hätte noch ein bisschen Platz für Marienkäferzeug. Ich müsste meine Schaufel reparieren. Das aber ich sehe gerade, ich habe nicht mehr so super viele Pfeile. 42. 32. Ich habe hier auch Müll. Komm, lass sie töten. Komm, komm, komm. Können wir das mal testen mit den Spinnen? Zieht sich schon zurück, weil es einmal ein Piekserchen bekommen hat, ja? Achtung! Immer mitten in die Fresse rein. Los, komm her. Komm her. Oh, keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ich hab dich fast gekillt. Das war ein Ausversehen. Kein Kommentar. Nee, es war wirklich aus Versehen. Du bist da. Ja, ich weiß, das war, weil ich geknüpft bin. Schon klar. Hast du was zu trinken? Heil dich. Ja, ich verbinde mich gerade schon. Ich klau nicht mal eine Pfeile. Ich möchte wenigstens auf 32 Pfeile wiederkommen, ja? Ja, wer weiß, wie viele wieder in den Boden fallen. Was habe ich denn bekommen von dem Marienkäferchen? Marienkäfer. Boah! Nebenattacke! Boah! Nein! Ich wollte es vorhin noch kurz vor der Aufnahme sagen, die haben keine Milben mehr angegriffen. Bis jetzt habe ich Milbenpilz eingesammelt. Was könnten wir noch für so Dings machen hier? Pfeile! Vorne sind mich auch. Ja, ich versuche dich schon hier vorne zu töten. Nicht, dass sie unsere Sachen kaputt machen. Oh, hier ist ein Pfeil. Sonst gib mir doch den Milbenpilz, wenn ich da sowieso noch mehr nehmen kann. Der hat überlebt! Knüppel dich, du kleines Arschloch! Danke, Ameise. Oh, konnte ich den anderen Speer nicht aufnehmen? Ich dachte, den habe ich genommen. Bin ja voll im Nahkampfmodus. Dann gehe ich nochmal hier ein bisschen Stacheln holen von der Distel. Vielleicht nochmal so eine Mauerzeile. Ja genau, wir bauen jetzt hier nochmal, warte mal. Ja, also was in dem Patch angeblich drin ist, oh, ich kann keine Distelstacheln mehr nehmen. Ist unter anderem, dass man nicht mehr durch den Boden fallen soll. Bin mal gespannt, das werden wir in der nächsten Aufnahme testen. Also in der nächsten Folge werdet ihr das dann erfahren. Und das eine. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt der Teich angepasst wurde. So. Ja, da können wir ja von mir aus auch gleich hingehen. Habe ich noch irgendwas? Oh ja, hier Stacheln. Stacheln. Das sind dann die nächsten Sachen, die wir bauen. Die kommen ja immer vom Abhang, weil es schon das zweite Mal. Schmeißt Pfeile weg? Nein, ich habe gerade Pfeile produziert und ich hatte gerade keinen Platz mehr für Pfeile. Oh, ich nehme dir gerne welche ab. Möchtest du was zu essen haben dafür? Nein, danke. Ich habe noch. Ich frage ja nur, ich wollte nur höflich sein. Das ist sehr nett von dir. Fast fertig gebaut hier.
Komm, dann machen wir das auch noch fertig. Ich hole mal Pflanzenfasern. Ja, ich suche Unkraut. Hier ist noch ein Marienkäferchen. Ja, es waren zwei, aber. Lass mal dich jetzt mal in Ruhe. Ja, müssen nicht alles töten. Du fast. Ich zieh mal hier so ein bisschen weiter weg. Ach, das ist kein Unkraut, das sind Blumen. Das. Ein Dingsbums. Was? Löwenzahn. Okay. Und die Dinger fallen überall hin, ey. Ja, aber da nicht dahin, wo sie hin sollen. Rundherum, überall. Ich brauche wieder Platz. Wo waren unsere da? Wir Hier liegt bauen ein den Pfeil. zu. Wir bauen den dazu. Wir brauchen Seile. Ja, die produziere ich ja gerade. Paar Distelstacheln noch. Jo. Oh, Heinrich, es wird schon wieder Ich dunkel. hab das mir nicht ausgedacht. Ein, zwei Löwenzahnstängel, Dingel, Dingel, Dangel, Stängel. Aber wenn nichts mehr rumfliegen, ne? Es ist Okay. doch überall im Kraut. Ach Wie, du ja, bist kein Unkraut? hier liegt noch Milbenpilz von letztes Mal, habe ich einfach rausgeschmissen. Waren ja auch so 20 Stück oder so. Irgendwas will mich angreifen. Was greift mich an? Ich sehe nicht, was mich angreifen will. Bestimmt irgendeine Scheiße. Hä? Willst mich doch nicht angreifen, Maisie. Ich sehe nichts. Keine Ahnung, ich hab. Ah, Mist, es ist kein Unkraut. Aber stimmt, ich muss mein Helmchen reparieren, weil sonst habe ich bald. Ah, kräftiges Unkraut heißt das jetzt. Ach ja, wir sollten ja noch einen Milben gut machen. Scheiße. Milbe hinter dir. Ah, ich habe sie getötet. Danke. Unkraut fällt. Ich wollte gucken, irgendwas fehlt dir noch bei der Falle. Eigentlich haben sonst nur noch hier die Bändchen gefehlt. Nee, stimmt, Unkrautstängel zwei Stück. Und die kannst du Bitteschön. denn nochmal wohin schmeißen, den werden wir bestimmt nochmal brauchen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause, Das rüsten kannst du uns merken. aus. Und dann gehen wir auch zum Teich. Moment mal, kann ich hier meinen Insektenarzt nicht reparieren? Tja, aber nicht mit dem. Nee, warte. Ich muss das oben im Rucksack machen und nicht unten im Schnellzugriff. Okay, einmal fix nach Hause. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ich auch sagen. Müssen wir uns ja erstmal entleeren. Dann können Genau. wir uns den Teich etwas genauer anschauen. Was? Außerdem müssen wir einen Milbenhut machen. Du kommst so abgehackt drüber, wenn ich das. Ist das bei mir auch so heute? Nö, du klingst eigentlich normal. Hm. Vielleicht drücke ich auf die Taste. Also klinge ich jetzt gerade abgehackt? Ja. Das ist ja doof. Vielleicht sieht ja doch diese Folge wieder aus meiner Sicht. Weil es blöd, wenn ihr mich abgehackt hört. Oh. Ich habe Essen gefangen. Schön. Ich habe auch gebratenes Essen dabei. Ich auch, aber das können wir dann schön auf dem Röster hängen. Ich wollte es bloß den Ameisen nicht überlassen. Den habe ich es einfach nicht gegönnt. Oh nein, hier sind ganz viele Ameisen und ich habe nicht die volle Ameisenrüstung an. Ah.
Oh. Ja, mein Helmchen ist auch bald kaputtchen. Und dann bin ich im Arschchen, brennst du denn? Wo ist unser Häuschen? Da ist unser Häuschen. Ich habe nämlich gerade fast denselben Fehler gemacht. Auch noch mal eine Laus gefunden. Was liegt hier im Kiesel? Ah. Kampfmusik? Arschlochkäfer oder was? Oh. Alter! Ameise! Was ist los? Sind doch mehr her. Die macht unsere Treppe kaputt. So eine Arschmeise. Ah, und da ist auch ein Arschlochkäfer. Verdammt. Wo ist die Arschmeise? Ich hau sie. Arschlochkäfer? Du meinst du Ameise? Ich meine die Arschmeise. Ah! So eine Arschmeise. Ich weiß auch gar nicht, wie die hier hochgekommen ist, dieses Drecksvieh. Sie ist hinter mir herlaufen. Aber ich fahr sofort. Oh, hier sind noch Ameisen, Mann. Die bin ich, hol ich gleich. Aber ich war doch vor dir hier. Nö. Klar. Echt? Oh, meine ganze Rüstung muss repariert werden. Scheiße. Ja, dann mach mal. Muss jetzt mal gucken, was wir wieder für brauchen. Ein bisschen Kram loswerden. Ich habe hier noch Ton. Habe ich das nicht einfach rausgeworfen? Achso, ich wollte einen Milben machen. Ah, wir haben noch Glue. Das ist gut. Wartenhaut brauche ich noch. Oh, wir müssen bald wieder Maden fangen. Wir haben kaum noch Madenhaut. Hab doch hier Rüstungskleber. Ach, Rüstungskleber 2. Braucht doch keine Sau. Ist das was auf Heilen? Guck mal, sehe ich gut aus? Guck mal, sehe ich gut aus? Bin ich schön? Guck mal. Was ist das? Was ist das? Ein Milbenhut. Und du hast noch deine Atemmaske auf. Ah, dann war mein Set auch nicht komplett. Feeling a little safer now. Da. Schau an, guck mal, hier haben wir sogar das Reparaturwerkzeug. Ja, aber Stufe 2. Rüstung 2, meine ich. Nee, Reparaturwerkzeug, um so Dinge zu reparieren. Ah, also. Dann geh mal gleich raus und gucke. So, ich brauche. Ja, Moment, ich muss mich erstmal entladen hier. Ja, mach doch. Ist das Saft oder was ist das hier? Oh, Saft. Dann brauche ich Pilz und dann brauche ich irgendwas, was ich schon wieder vergessen habe. Seil. Oh. Ach, nur 2. Geh nochmal ganz kurz raus, ein bisschen Hacki-Hacki machen. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Ah ja. Sag ich doch. Warum wird's denn immer so schnell wieder dunkel in diesem Spiel? Unsere Grastreppe ist wieder heile. Gut. Ich habe sie repariert, indem ich mit dieser Schraubzwinge gegengehauen habe. Macht Sinn, macht Sinn. Total. Bereichen vielleicht. Gucken, ob
hier was Neues schon aufgeführt ist. Das müssen wir wahrscheinlich dann alles nochmal neu lernen. Ja, ist halt so. Aber wir werden das schon rausfinden, alles. Ach ja, einen Ekelpilz habe ich ja auch noch. So, das kann man wegpacken. Und dann baue ich mir noch mal eine neue Fackel. Fackel. Ah, Seegrasfaser ist auf jeden Fall hier schon aufgeführt, sehe ich gerade. Und Ruderwanzenflosse auch. Also das neue Material ist hier schon aufgeführt. Also ich denke, wir dürften tatsächlich und da was Neues entdecken können. Cool, ja. Hoffentlich frisst Koi nicht auf. Ja. At least it's clean. Oh, nur ein, zwei Sprick. Und dann? Habe ich eine neue Fackel. Oh, ich mache mir noch mal ein paar Werte. Bände. Brauch ich denn noch mal dafür? Saft und Pflanzenfaser. Ich muss Pflanzenfasern hacken. Ach, da ist der Arschlochkäfer auf der Seite. Ja. Oh, wenn ich jetzt nicht mehr durch den Boden falle, könnten wir endlich das Loch in unserem Wohnzimmer zumachen. Ach, oh Gott, ich habe mich erschreckt, aber das ist ja ein ausgestopfter Arschlochkäfer hier. Auf der anderen Seite, korrekt. Oh, hat der mich gerade erschreckt. Der sollte den Arschlochkäfer abhalten oder abschrecken. Ja, auch in Ordnung, aber gerade habe ich mich erschreckt. Hat aber nicht funktioniert. Voll. Was ist denn? Ich habe nur ein, zwei Sachen gerade geguckt und ja. Wir müssen sowieso erstmal irgendwas lernen, um tauchen zu können, ne? Ja, aber dafür brauchen wir, glaube ich, teilweise Sachen aus dem Dingens. Teich. Zum Teich. Irgendwelche... Beispiel bestimmt Ruderschwanzflossen da. Irgendwelche neuen Viecher töten, einfach genau. Gucken, was sie bringen. Nein, ich bin so ein Idiot. Wieso? Ich wollte mir neue Verbände machen, also habe ich Pflanzenfasern gemacht. Ja. Weil ich aber dachte, dass ich Seile brauche aus irgendeinem unöffentlichen Grund, habe ich 7 Seile hergestellt. Super, die kannst du in die Kiste packen. Ja, habe ich gerade gemacht. Ich bin so ein Dödel manchmal.
Also ganz ehrlich, ich hack mir auch nochmal, mach mir auch nochmal ein paar Verbände. Ja, meine Güte, und die Dinge können wir alle naselang gebrauchen, von daher. Und für unser Turm brauchen wir eh hier Grashalme. Ja. So, jetzt habe ich 6 Verbände, das sollte erstmal reichen. Und ein paar Grasplatten nehme ich auch gleich mit hoch, wenn ich schon. Oh ja, das kann ich auch machen, komm, ich bin so vorbildlich. Die bringe ich auch gleich auf den Turm, weil da haben wir ja schon was angefangen. Mathilde meinte zum Turm, als ich fragte, wie hoch soll er denn werden? Bis zum Himmel. Weil es kommen ja auch neue Deko-Artikel und dafür brauchen wir ja Platz. Oder sehe ich das falsch? Ach, ja. Die hier sind. Hier wollte ich nochmal so eine schummrigen Lampen in unser Schlafzimmer machen. Okay. Also nicht diese hellen, sondern hier diese kleinen Popellampen, die ich hier noch abreißen werde. Damit wir in Stimmung kommen. Ja, damit wir in Stimmung kommen. Knickknack und so. Ja, also, ich habe eine Fackel, ich habe jetzt noch ein bisschen Verbände und, können ja schon mal zum Teich und da was töten. Ja, können wir gleich machen. Moment. Okay. Geht ja hoffentlich gleich die Sonne auf, 0 Uhr. Ja, dann können wir uns ja schon mal auf den Weg dahin machen. Ja, ist ja ganz weit. Das ist, ist ja. Sind wir erst einmal um die Ecke. In Stunden, zig Stunden da. Ach ja, deine Kiste, ne? Mathildes Kiste. In der nichts drin ist. Ich hab grad nochmal geguckt, ja. Ich mach hier mal ein bisschen Licht, ist so düster. Und dann geh vor. Nee, ich folge dir. Oh ja, man sieht, da sind Pflanzen. Cool. Holy shit, das gab's vorher nicht. Sind das Würmer? Wär eklig. Würmer im Wasser. Nee, das sind die sind Dinger. Dinger. Ah, wie da rüberhüpfen. Ups, suchen in den. Was? Suche einen Weg in die Tiefe. Zeigt. Ah, machen wir schon. Machen wir. Was ist das erstmal für eine Pflanze? Kann ich die zerhacken? Nee. Das ist eine Seerose. Ja. Hätte ja sein können, dass man da Blütenblätter bekommt oder so. Wenn man die sonst auch nirgendwo bekommt. Ja, vielleicht besondere Blütenblätter. Keine Ahnung. Ist da hinten am Rand was Blaues oder gucke ich einfach falsch? Geradeaus. Ja, ich sehe auch was Bläuliches. Hm. Aber da hier irgendwo ein Koi ist, traue ich mich nicht da jetzt einfach durchzuschwimmen. Hätten auch sagen können, dass wir, bis die Sonne aufgeht, noch an unserer Basis weiterbauen. Hätten wir auch. Wir können ja den langen Weg wieder zurückgehen. Ja, lass uns das mal machen. Weil unter Wasser macht es keinen Sinn zu suchen, wenn es so dunkel ist. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man hier so ein bisschen hüpfen kann. Ja. Oh,
Oh, wer hat das coole Zeichen da gemalt? Das ich habe keine Ahnung. Das müssen ganz große Künstler gewesen sein, du. Das ist ein H und ein M. H und M. Ey, keine Schleichwerbung. Heinrich und Mathilde? Für die kann ich so viel Schleichwerbung machen, wie ich will. Ja, da könnte man auch für ein T-Shirt drücken. Das bessere H und M. Heinrich und Mathilde. Renn ich gerade in die falsche Richtung? Weiß ich nicht, wo du hinrennst. Ich renne in die falsche Richtung. Wieso wird mir da mein Häuschen angezeigt? Hä? Hab ich schon gewundert, warum ist denn das so weit weg? Das ist die alte Basis? Nee, das hatte ich vor allem nicht grün angezeichnet. Wegmarkierung Basis, das stimmt. Die existiert, aber da ist ja keine Basis von uns. Nee. Die alte ist aber nicht mehr eingezeichnet. Hä? Vielleicht sagt uns das Spiel, ey, ihr Deppen, geht mal dahin. Noch mehr Licht hier rein. Aha. Ja, ich will ja diese komischen Schummerlampen will ich ja ersetzen. Diese Schleimpilzlampen kommen ins Schlafzimmer. So über jedem Bett eine. Damit wir uns in der Nacht nicht fürchten. Mhm, da schlafe ich. Keine Zeit zum Fürchten. Ich muss jede Minute schlafen, die ich schlafen kann. Dass ich so viele Seile gemacht habe. Ja, die werden auf jeden Fall nicht schlecht. Also das kannst du immer gebrauchen. Ich weiß. Hat es bei dir auch gerade so gerumst? Bum. Nö. Der Vogel auf dein Dach gelandet? Das wäre echt scheiße, wenn er das machen würde. Wenn er denkt so... Oh, Stockkäfer. Ha! Gleich viel schöner. Okay, es ist mal wieder Zeit. Arschlochkäfer-Time. Jetzt verpiss dich doch nicht. Komm raus und kämpfe wie ein Arschloch. Ah, upsi. Fuck you, ey. In die hinterletzte Ecke. Den kriege ich nie wieder, den Pfeil. Ja, ich hab ihn. Ich krieg ihn nie wieder. Ich hab ihn. Let there be light. Ja, das Arschlochkäfer hat sich verdrückt. Welche außen können die Schleimpilz-Dinger gerne bleiben? Hier stört mich nicht. Da stört mich nicht.
glaube, ich muss mal unten dann wieder die Wege zumachen. Mach das. Ich will einfach von dem Vieh nicht überrascht werden. Kann ich verstehen. Mhm. Ein Geländer bekommen wir jetzt auch. Warum ist denn die Wand kaputt? Weiß ich nicht. Was? Der Wind gewinnt das ein Stück hin. Naja. Alles macht sie kaputt. Alles macht sie kaputt. Ich baue hier stundenlang in dem Game alles auf und dann kommt Mathilde und reißt alles wieder ab. Blub am... Ja. Ne? Am Arsch. Not bad. Turn away the inky depths of the night. Ist das hier im Weg? Ich glaube, eine Fuhre noch, dann geht schon die Sonne auf. Arschlochkäfer? Arschlochkäfer? Hast du den Trailer jetzt vom Update angeguckt? Nö. Oh, der war lustig. Mathilde mag den weißen Hai und da kam auch drin vor. So, es war der weiße Hai ein Keulkapfen. Weißer Hai ist ein verdammt guter Film. Hm? Der weiße Hai ist ein verdammt guter Film. Und wegen dem weißen Hai gehören Haie zu meinen Lieblingstieren tatsächlich. Lieber als Katzen? Nein. Ich habe gesagt, sie gehören zu meinen Lieblingstieren. Okay. So, also ich denke, jetzt können wir auch los. Ja, ich trinke aber noch kurz was. Es ist ein weiter Weg, bis wir da sind. Ist bestimmt die Sonne aufgegangen. Hey, ich will auch durch. Ja. Ich denke auch, jetzt können wir langsam mal. Ach, da liegt noch ein Pfeil. Hm? Boah, die Mathilde kommt und mir wegschnappt. Oh, Spinne. Oh, da ist ja dieses tolle Zeichen. Ja. Das müssen hervorragende Künstler sein, die dieses Zeichen gemacht haben. Sieht fantastisch aus. Mhm. Vincent van Gogh könnte sowas nie machen. Er würde es versuchen und dann wäre er so pissig, dass er es nicht so gut kann, dass er sich noch das zweite Ohr abschneidet. Richtig. Blub. Oh, jetzt sehe ich unter Wasser was. Oh, ich sehe auch unter Wasser etwas. Oh, jetzt gibt es auch eine Anzeige, 34 Sekunden. Oh, und ich glaube, ich sollte mir eine andere Waffe machen für Unterwasser. Oh, Seerosenwachs. Cool. Da gibt's Flossen von und Kiesel durch. Yeah. Cool, das fahren wir. Aber ich brauche noch mal, muss mir noch einen Speer machen. Weil mit dem Dings kann ich nicht unter Wasser hauen. Ich habe einen Speer. Dann kann ich dir das mal auf den Stein gehen. Dann kann ich ihn dir geben. Oh ja, gerne. Ich habe mittlerweile nur noch zwei Speere. Oh nein, Heinrich! Ich hatte mal fünf. Aber nimm so viel Platz weg. Aber ehrlich, Speere sind cool in diesem Spiel. Alle, die was anderes sagen, haben keine Ahnung. So. Meine Meinung. Bam! Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel man von diesen zwei braucht. So, jetzt kann ich mich unter Wasser aufwehren. Juhu! Ja, der Speer ist jetzt aber bestimmt nicht das geilste Ding unter Wasser. Ja, aber ich kann mich damit wehren. Mit der, mit dem zweihändigen Ding kann ich mich ja unter Wasser überhaupt nicht wehren. Gab's hier vorher im Wasser auch Ton? Nee, ne? Doch. Ja, dann habe ich's nie abgebaut. Oh, hier vorne ist jetzt auch eine Frisbee-Scheibe.
Aber ich komme nicht mehr tiefer. Oh, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Die Anzeige ja, ist schon auch am Meckern. Oh, ein Wasserfloh. Oh mein Gott, der Wasserfloh greift mich an. Echt? Der kann Aggro? Ja, machen? Der hat rotes Auge. Oh Mann, ihr wart mal so cool. Bringt der Wasserfloh überhaupt was? Alter! Ich hätte noch nie einen töten müssen. Also ich finde es gut, wenn es auch Viecher gibt, die nicht tödlich sind. Ist das eine Chipstüte? Ja, ich vermute es auch. Oder ein Kondom. Ah, und die auch einen Bugfix, den sie gemacht haben, an der Oberfläche. Ja, und ich sehe das nächste, so eine Kaulquappe oder sowas. Ja, Kaulquappen sind hier auch neu. Sind die auch aggro? Eigentlich müsste doch alles aggro sein, oder? Da hinten sehe ich den Koi schon. Oh. Hinter der Chipstüte. Oh. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, und ich sehe weniger dadurch. Die Chipstüte will ich mir angucken. Ja, ich auch. Ach, das ist ein keine Chipstüte, das ist ein Köcher. Kescher. Kescher heißt. Ein Köcher. Irgendwas greift mich an. Ich weiß nicht, was. Oh, ganz viel ist da. Ich weiß nicht, was alles dich angreift. Ich will auf den Kescher, ich will auf den Kescher, ich will auf den Kescher. Ich komme jetzt. Da unten war nämlich irgendwo der Koi. Der war nicht nur der Koi, da war auch was anderes. Ja, das ist die Kaulquappe auf jeden Fall. Ach, die ist bestimmt auch aggro. Hoffe nicht. Alles ist hier aggro. Auf jeden Fall. Nee, das ist ein Aggro-Floh. Jetzt ist der Aggro-Floh toter Floh. Hm. Oh, ein Koi-Kap. Oh, da ist Mr. Koi. Oh ja. Der schwimmt aber komisch. Hm. Aber ich will jetzt auch nicht so nah ran. Nee, ich auch nicht. Weil wir müssen noch irgendwas töten, damit wir eine Atemmaske kriegen, ne? Aber wir könnten ja versuchen, da die Kaulquappe zu töten. Ah, die ist links, aber sie sieht nicht klein aus. Finde ich. Ja, es ist die Frage, werden die fies, werden die nicht fies? Geh mal vor. Oder ist bei dir da hinten auch eine Kaulquappe? Also die flieht auf jeden Fall von mir. Also dann komme ich jetzt auch noch ins Wasser. Ich weiß noch nicht, ob ich an sie rankomme. Ich komm ran. Ah. Du kleines Arschloch. Hier ist eine Ruderwand, die brauchen wir. Scheiße, muss hoch. Komm gleich. Ja, du scheiß Ruderwanze, du bist fast tot. Geht unter Wasser der Bogen? Nee, ne? Ich hab ne Ruderschwanzflosse. Ruderwanzenschwanzflosche. Puh. Brauchen definitiv ein Analyselabor demnächst. Könnten wir eigentlich zu Burgle gehen? Und gleich hier neue Aufträge abhamstern. Lass uns das machen. Okay. So ein bisschen bei den Seerosenblättern lang. Hm. Ich hätte gern unter Wasser noch was zum Schießen. Hier ist noch ein. Ach, die Kaulquappen sind noch zu langsam. Hm. Schwimmen uns weg. Das Vieh hier vorne. Ups. Oh nein, das Ding ist so schwer. Ich geh mal kurz. Ja. Oh, Koi.
weiß nicht, ob das schnell geht. Geh schon mal vor. Ah, die können nix. Ah, davon kann man noch was einsammeln. Auch mal bestimmt. Ganz oft. Stellt sich mir die Frage, wo war wieder der Eingang? Und alles gut gegangen? Wir haben ein bisschen gestreichelt, ein bisschen gemacht. Oh, oh. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, Dala. Ah, denn das? Da, wo es lila brennt. Hier brennt es überall. Kommt der hier hoch? Ah, ich bin zu weit rechts, ne? Ja, wenn du vor dem Baum stehst, musst du sozusagen nach links laufen. Hm. Du bist nach rechts gelaufen? Ja, ja. Da musst du aber um den kompletten Baum rum. Nee, ich komme jetzt wieder zurück. Ey, hier sind so viele Spinnen. Ich mag die doch nicht. Wer mag schon Spinnen, außer Arachnologen? Also ich bin drin. Ach ja, du bist drin. Ich bin drin oder was? Du alter Boris Becker, du. wo ist denn hier das Analyse-Dings? Hallo, Burgel. Chip-Rettungsgruppe Aquarium und Kundschafter Prüfflaschengipfel. Schleimlaterne. Oh. Ungültiges Objekt. Ach, hattest du auch noch eine Kaulquappe erledigt? Nein. Da sagt er ungültiges Objekt, aber wahrscheinlich weiß, was zum Essen ist, okay. Schade, dann brauchen wir die Viecher gar nicht jagen. Ah, mit einer Schleimlaterne kann man eine Laterne machen, die unter Wasser leuchtet. Brauchen wir, oh nein. Ich glaube, wir machen einen Break und unsere kleine Wochenboxen stoppen. Ja, wir machen hier ein anderes Mal weiter. Genau. Gut, dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.